drei Schritte, mit denen du deine Quote, dass Angebote angenommen werden, verdoppeln kannst. Darum geht es in diesem Video. Viel Spaß dabei. Erstmal herzlich willkommen zum Video. Alex, mein Name ist Marvin auch. Und ja, wir haben für euch heute was vorbereitet. Und zwar ist es so, dass ganz viele Handwerker viele Angebote schreiben. Und Angebot schreiben kostet im Regelfall relativ viel Zeit. Also klar, ich habe erstmal ersten Kontakt mit den Kunden, dann mache ich ein kurzes Vorgespräch, das dauert schon eine Viertel, eine halbe Stunde. Dann fahre ich zu dem raus, mache mal am besten ein Aufmaß, fahre wieder zurück, mache dann das Angebot fertig, dauert nochmal zwei Stunden und dann fahre ich nochmal raus und präsentiere das. Da gehen wir schnell fünf, sechs Stunden ins Land. Und am Ende sagt er, ja, doch, es wäre was anderes entschieden. Und das ist natürlich sehr ärgerlich, weil fünf Stunden, die kriegst du nicht bezahlt im Regelfall. Es gibt Leute, die machen ihre Angebote kostenpflichtig, kann man machen, ist aber im Regelfall nicht so sinnvoll. Sinnvoller ist es, einen gewissen Prozess einzuhalten, mit dem du sicherstellst, dass die Abschlussquote einfach über 50% liegt. Und das geht, ist durchaus möglich. So sind drei Dinge. Die erste Sache, die wichtig ist, es wird zu viel beraten. Das ist ein generelles Problem. Jeder, der an die Tür kommt, ist direkt, oh, können Kunde werden, ne? Komplett durchberaten, ohne dass mal geklärt wird, kann der überhaupt, passt der überhaupt? Hat der das Geld, etc. Ne? Und hier geht es natürlich auch noch mit dir zu fragen, sondern den Kunden wirklich zu sagen, ey, lieber Kunde, potenzieller Kunde, wir haben hier das und das wollen sie haben, haben sie mir gesagt, das wird das und das kosten. Ungefähr. Pi mal Daumen, kein genaues Angebot, aber circa. Das ist schon mal 60% raus. Je nach Quelle natürlich. Ganz wichtig, du berätst wirklich nur Leute, die tatsächlich auch geeignet sind. Erster Punkt. Dann wirst du schon mal, anstatt dass du 10 Angebote machst, am Ende werden zwei angenommen, was ja relativ normal im Handwerk ist, manchmal sogar nur eins. Was am Ende 50 Stunden sind, hast du plötzlich noch vier Leute von den 10 gebrät, 60% hast du schon rausgefüllt, sagst auch nie, klappt leider gerade nicht und hast am Ende dann 20 Stunden. Ich glaube, einige haben halt auch noch so eine gewisse mentale Blockade, ne? Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen, so nach dem Motto, ich will ja jetzt sozusagen nicht die Leute auch vergraulen, ja, genau. Im Sinne von, ja. Hey, ich bin zu abgehoben, die jetzt anzunehmen oder ja. Oder auch, ich will auch gar nicht sozusagen irgendwie die Kunden ablehnen, weil vielleicht kommt ja irgendwann später nochmal was Besseres bei raus, ja. Oder so, ne? Ja, wir können einfach das Beispiel dazu machen, weil du denkst jetzt vielleicht, okay, wenn ich dem sage, ey, ich berate dich nicht, also du denkst jetzt, was gemacht wird, ist, ich berate dich nicht, weil du hast das Geld nicht. Das passiert aber nicht in der Realität, sondern du sagst, hey, tut mir leid, ich kann da tatsächlich dir nicht helfen, also in dem Rahmen kann ich nicht abbilden. Ich kann dir beim vielen da und da und da probieren, die vielleicht billiger sind als du, zum Beispiel. Ganz anderes Wording und ganz wichtig ist zu verstehen für dich jetzt, wenn du ein Angebot machst und er lehnt es ab, dann hast du einen Minuspunkt bei ihm gesammelt. Warum? Stell dir folgende Situation vor. Du hast einen Kumpel, der findet dich cool, du findest den natürlich auch in Ordnung, aber irgendwie zu viel Zeit verbringen ist auch nicht so zielführend. Jetzt lädt er dich zum Essen an und sagt, ey, komm doch mal bei uns vorbei und jetzt lehnst du ab. Du fühlst dich scheiße, wenn du ablehnst, oder? Es fühlt sich schlecht an. Weil eigentlich willst du ja nett sein. Und das ist bei Angeboten genau das Gleiche. Also Leuten, denen du Angebot machst, die es ablehnen, da hast du ein Minus. Da hast du kein Neutral mehr. Da hast du auch kein Plus bei dem Beraten. Du hast ein Minus. Weil die Leute im Endeffekt dir gegenüber Reziprozität genutzt haben. Das macht man nicht so gerne. Außerdem fühlt es sich für den Kunden auch total blöd an, wenn er zum Beispiel ein Angebot von dir kriegt, was total außerhalb seines Budgetrahmens ist, was er dann ablehnen muss, dann fühlt er sich so, ja, Mann, ich habe nicht genug Kohle jetzt, um mir das zu leisten, ne? Je nachdem, in welcher Preisrange gibt es ja in allen Bereichen. Das ist einfach auch ein scheiß Gefühl für den Kunden dann. Deswegen dann lieber vorher sozusagen das abklären, ob das überhaupt drin ist, als dann sozusagen am Ende vor vollendeten Tatsachen den Kunden zu stellen, da auch schon selber Arbeit reingeschickt zu haben, dann denkt er, boah, der hat da jetzt schon so viel Arbeit in das Angebot investiert oder in die Planung und ich kann mir das jetzt nicht leisten, ist halt dann super unangenehm. Dann gibt es manche Kunden, die blocken dann auch ab, die ghosten dich dann und so weiter, weil ihnen das so unangenehm ist, das auch zu sagen. Und das willst du halt gar nicht erst, dass so eine Situation entsteht. Ne? Ja, genau. Und es ist, also ich glaube, es wird von ganz vielen unterschätzt, wie viel negative Stimmung du beim Kunden wirklich aufbaust in so einer Situation, wenn es halt sehr teuer ist, wenn es halt einfach abgelehnt werden muss. Und es ist wirklich einfacher und besser, auch in der Kundenbeziehung, ihm zu sagen, hey, ich kann dich leider gerade nicht beraten, weil das einfach von dem Rahmen können wir nicht abbilden, da würde ich dir jetzt nur Zeit stehlen. Probierst du da und da. Dann hast du sogar positiv was aufgebaut, weil du hast ihm einen Rat gegeben. Das ist erstmal ein positives Gefühl. Ansonsten hast du ihm quasi, ich will nicht sagen, was genommen, aber es fühlt sich ein bisschen so an, weil er halt dir absagen musste. Also es ist besser, jemanden nicht zu beraten, der eh nicht geeignet ist, als ihn zu beraten. Ganz simpel, da hast du was gewonnen, wenn du ihn nicht berätst. So, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt. Auch ganz wichtig, Angebote sind komplex. Also klar, du kannst zusammen simpel runterschreiben, aber es gibt Wordings darin, Formulierungen darin, die der Kunde nicht verstehen wird. Das heißt, wenn du ihm ein Angebot schickst und ihn damit allein lässt, wird er mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht bei dir kaufen. Also die wenigsten sind dann wirklich so, sagen, ich komme jetzt auf den zu und dann mache ich das. Und wenn du sagst, meine Kunden sind so, ja klar, deswegen sind sie deine Kunden geworden. Allerdings sind sie nicht deine Kunden geworden. Ja. Das ist ganz simpel. Dieses meine Kunden sind so ist immer die größte Falschaussage, weil das, was du in der Vergangenheit gemacht hast, dazu führt, dass du die Leute als Kunden gewonnen hast, die du jetzt hast. Und wenn du es anders gemacht hättest, hättest du auch noch zudem dazu andere Leute dazu gewonnen. Ja, das ist einfach so. Ich glaube, nur über Empfehlungen arbeitet es eh noch anders. Ja, stehen dann irgendwelche Materialnummern drin, irgendwelche Artikelnummern, irgendwelche Zusatzleistungen, die der Kunde nicht versteht, die du vielleicht schon denkst, mit ihm besprochen zu haben, hast du vielleicht auch, aber er hat nicht zugehört.
Und dann gibt es ganz viele Unklarheiten, die er dann gar nicht verstehen kann. Ne? Richtig. Wenn er sagt, schick mir einfach mal das Angebot raus, nee, bei uns ein Angebot mal persönlich besprochen. Einfach, weil es A, fair ist, so, dass halt ich dir wirklich alles einmal erkläre. Und B, weil da halt auch Dinge drin sind, die du vielleicht zum ersten Schritt noch gar nicht verstehen wirst. Und dann fragst du dich, was da los ist, dann müssen wir wieder drei Termine machen zwischendurch, um das zu klären. Machen wir lieber einen Termin, weil das sauber ist. So, also der zweite Punkt ist, du schickst die Angebote im besten Fall vor Ort, aber auf jeden Fall persönlich. Es kann auch telefonisch sein, aber persönlich mit ihm. Nicht, dass du schickst ihn das nicht raus, rufst ihn 3 Tage später an, sondern du hast einen Termin mit ihm, Telefontermin, du rufst ihn an, du schickst ihm das dann raus. Dritte Sache, wenn das Angebot durchgesprochen wurde komplett, dann probier den Abschluss zu machen. Sehr viele werden dann schon sagen, wenn das Angebot wirklich komplett klar sagt, ja, ist alles super, ist alles genau, wie wir es besprochen haben, alles so, wie vorgestellt ist, können wir machen. Dann sag ich, gut, da brauche ich eine kurze Unterschrift von dir, dann schreiben Sie mir das einmal kurz, dann schicken Sie mir das per Mail zurück oder wie auch immer dann deine Angebotsannahme abläuft. Aber von der Grundidee wartest du dann nicht ab und sagst, ja, okay, gut, dann lassen Sie uns da in der Woche einen Vertrag einfügen. Nein, wenn es geht, machen direkt. Wenn dann sagt, nee, wir haben darüber nachgedacht, dann ist es komplett in Ordnung. Kein Thema. Aber versuch den Abschluss zu machen, weil jedes Mal, wo du den Abschluss nicht machst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er dann doch weg ist und woanders hingeht zur Konkurrenz, geht einfach da. So, jetzt sagst du dir vielleicht, okay, ja, klingt alles sinnvoll, klingt alles gut, was ihr da sagt, aber ich habe kein Problem, überhaupt genug Anfragen zu haben. Ich habe gerade überhaupt ein Thema, wenn ich jetzt noch weiter ausziehe, dann habe ich gar nichts mehr zu tun. Ja, geht vielen so. Dafür haben wir was entwickelt, das ist die Marketing-Schablone. Ne? Die kannst du dir unter dem Video einfach kostenfrei downloaden. Da ist ein Link drunter, da kannst du einmal klicken, kannst du die runterladen und da erklären wir ganz genau im Handwerk, wie kannst du es schaffen, auch jetzt, wo die Zeit gerade schwierig ist, weiterhin genug Interessenten anfangs zu haben, dass du mit solchen Methoden arbeiten kannst und trotzdem noch am Ende ausgelastet bist, noch genug zu tun hast und dann sogar mit deiner Zeit viel mehr Umsatz hast, als du davor hattest. So, in dem Sinne, wünsche dir eine schöne Zeit, viel Spaß mit der Umsetzung und schreib gerne in die Kommentare, wenn dir irgendwas aufgefallen ist und bis zum nächsten Mal. Ciao.